Einen wunderschönen guten Abend, Ladies and Gentlemen, daheim an den Bildschirmen. Willkommen zur dritten Newcomer-TV-Nacht hier in der wunderbaren Musikhalle Portstraße am Fuße des Taunuses. Ein fantastischer Tag mit viel Sonne und rostigem Laub, was auf unsere Haare fiel, liegt hinter uns. Und jetzt geht es los. Die Bands haben sich schon bereit gemacht, die Soundchecks sind schon fertig. Und ich möchte euch eine wunderbare Band aus dem Rottgau vorstellen, die seit 2014 unterwegs ist. Are We Used to It? Ich habe sie mal in Offenbach in diesem Kulturzentrum gesehen, live auf so einem Battle mit anderen Bands. Darüber können wir später reden. Der Rob, der Thorsten, Carsten und Bruno und Nico sind hier bei mir auf dem Sofa. Hallo, dass ihr Zeit hattet, hierher zu kommen. Geht's euch gut? Ja, eigentlich schon. Ja. Auf jeden Fall, ja. Na klar. Immer doch. Auf jeden Fall geht es gut. Für viele Bands ist ja Fernsehen und oder Live-Mitschnitt von Konzerten immer so eine mentale Achterbahnfahrt. Wie habt ihr euch hier auf diesen Gig vorbereitet, Rob? Ich lache eigentlich häufig, wenn ich mich verspiele. Und dann gucke ich die anderen lachend an und dann ist es halt auch halb so wild. Also das heißt, ihr geht geschmeidig mit eurer Parcours um? Auf jeden Fall. Ich meine, mehr als proben können wir am Ende auch nicht. Und was auch immer passiert, passiert am Ende. Was soll man tun? Euch gibt es seit 2014, wenn ich mich nicht falsch informiert habe. Ist das die Urbesetzung, mit der wir es hier zu tun haben? Oder gibt es regelmäßige Wechsel in der Band? Also der Bruno und ich, wir sind erst seit so einem Jahr etwa dabei. Wie es davor aussah, von den Wechseln her, müsst ihr die anderen fragen. Ja, aber ich glaube, so viel große Wechsel gab es nicht vorher, oder? Wie kommt man denn zu Are We Used To It? Wie findet man das auf dem Marktplatz oder in der Kneipe? Wie lernt man sich kennen? Also ich habe mir Ausschreibungen angeschaut, die Leute, die Bassisten suchen, und habe dann einfach mal Are We Used To It angeschrieben. Das war eigentlich sogar die einzige Band, die ich angeschrieben habe, und hat direkt geklappt. Bei dir genauso? Nee, gar nicht. Bei mir wäre es großer Zufall, weil mich hat eine Dame in dem Musikladen, wo ich arbeite, praktisch angesprochen, ob ich immer noch eine Band suche. Und die kannte aus irgendwelchen Ecken den Thorsten. Ja, und dann kurz die Nummern ausgetauscht zwischen uns beiden und dann, ja, zack. Ihr lebt im Rhein-Main-Gebiet verstreut oder lebt ihr alle im Rottgau? Ich komme aus Wiesbaden sogar. Wow, da kommst du immer mit der Postkutsche hier angetrabt. So ungefähr, genau. Und der Proberaum ist im Rottgau oder wo ist der Proberaum? Ja, der ist in Rottgau in Weißkirchen. Da auch schon immer eigentlich. Und so wie man sich's vorstellt, so ein schäbiger Keller voll mit Eierkartons an den Wänden und so Pin-Up-Girls und also halb leer getrunkene Bierflaschen, oder wie sieht das bei euch aus? Also Pin-Up-Girls haben wir jetzt nicht an den Wänden, aber es ist halt eine alte Scheune mal gewesen von Leuten, die da wohl mal, ich weiß nicht, was die gemacht haben. Jedenfalls ist es ein großer Komplex aus verschiedenen Proberäumen, die jetzt vermietet werden, und da haben wir uns dann auch eingemietet bei denen. Wie entstehen bei euch die Musik? Also aus einer Session oder kommt jemand von euch mit einem Band und stellt das in die Cloud oder wo auch immer und dann hören sich das alles an und bereiten sich so auf die nächste Probe vor, oder wie ist der Prozess bei euch? Ja, also dazu muss ich sagen, wir proben ja im Normalfall einmal die Woche, wenn es hochkommt, selten mal zweimal, und da ist es schon meistens so, dass der Thorsten oder ich eben die Songs schreiben, oder wer auch immer eine Idee hat, schmeißt halt was rein. Der Nico hat zum Beispiel auch schon einen Song für uns geschrieben, jetzt in der kurzen Zeit, wo er bei uns ist, und am Ende müssen die Lieder halt leider Gottes auch viel zu Hause geübt werden, auch wenn wir so wahrscheinlich lieber zusammen einstudieren würden, aber von nichts kommt halt nichts. Nee, ich meine, liegt es daran, weil ihr im Prinzip nebenher, weil ihr nicht von der Musik leben könnt, im Prinzip arbeiten müsst, Geld verdienen müsst, Familie habt oder und deswegen nicht so viel Zeit übrig bleibt, wie ihr gerne hättet, um die Band nach vorne zu bringen, oder wie ist es? Ja, mehr oder minder arbeiten wir alle Vollzeit. Wenn wir Glück haben, kommen wir irgendwie bei null mal raus. Ist halt echt schwierig, auch selbst wenn man mit den Preisen runtergeht, irgendwie Leute dazu zu animieren, eine EP oder ein T-Shirt zu kaufen. Muss man halt immer gucken, irgendwie, wo man bleibt und wo es halt passt. Und dann kann man auch meistens nur freitags, samstags, sonntags mal einen Auftritt spielen. Ansonsten wird es schwer unter der Woche bei Vollzeit.
seit 2014 seid ihr unterwegs. Das heißt, da gibt es doch bestimmt in diesen Jahren, hat sich doch bestimmt so ein richtiges Netzwerk von Bands, die ihr kennt, mit denen ihr zusammen Konzerte organisiert, entwickelt. Oder seid ihr ganz einsam und alleine im Rottgau auf weiter Flur? In Rottgau eher alleine. Also da gibt es jetzt nicht so die große Connection mit anderen Bands. Aber so an für sich in Offenbach und auch Langen haben wir ein paar Bands, mit denen wir uns halt gut verstehen und auch schon vieles zusammen organisiert haben und gespielt haben. Ja. In deinen Texten, worum geht's da? Sind die autobiografisch oder bist du jemand, der gerne Geschichten schreibt oder sind es Horrorgeschichten? Was passiert in deinen Texten? Ja, die Texte schreibt eigentlich der Robin, aber es, ich glaube, vieles ist einfach gesellschaftskritisch, was wir schreiben. Also ihr steht, also ihr seid vielleicht sogar eine politisch motivierte Band oder wie sieht das bei euch aus? Also ich würde nicht sagen, also ich bin politisch eigentlich null aktiv, aber ich kritisiere gerne das System, das was um mich herum so passiert, ja. Aber es ist auch viel emotionaler Kram so mit drin, der auch so aus mir selbst so ein bisschen herausgeht so und dann. Ja, und dann vermischt sich das auch manchmal ein bisschen, also wir versuchen auch manchmal, ich weiß nicht, so ein bisschen in Richtung Anime-Intros zu gehen, so. Okay. Also nur ein bisschen vielleicht, aber okay. So, wir lassen uns gern von vielen Sachen inspirieren einfach. Und wie geht das weiter? Ich meine, man hat jetzt Songs, seit 2014 schreibt ihr Songs, da entwickelt sich ja auch eine Band. Ist irgendwann das Limit erreicht, wo euch nichts mehr einfällt? Oder geht es immer weiter? Seid ihr komplett voll? Alle Synapsen drehen sich auf 100? Wie sieht das bei euch aus mit der Vision? Also wie geht es weiter? Ja, also gut, wir hatten ja jetzt schon mehrere Mitgliederaustausche in letzter Zeit. So gesehen würde ich eher sagen, wir stehen jetzt in den Startlöchern mit den Leuten, die wir jetzt haben. Ja. Und das also wie beim Roulette. Ja, also das heißt, die Kugel rollt und nichts geht mehr und mal gucken, wo es euch hinträgt. Ja, also wir haben uns nicht festgelegt auf irgendwas. Ne? Wir sagen, wenn was geschrieben wird und jeder sagt, ja, das ist cool, dann wollen wir das auch spielen. Also, ich meine, ihr seid ja erwachsene Menschen, also das heißt, steht mit beiden Beinen im Leben. Wie schätzt ihr euch denn selber ein? Also ist das eine Musik, die ihr macht mit ganzem Herzen, Herzblut, von der, also die euch ernähren könnte, wo es ein Publikum für gibt? Oder seid ihr very independent und sagt, ey, egal, ob irgendjemand da draußen sich dafür interessiert, wir lieben die Musik, wir wollen es unbedingt weitermachen. Wie sieht es bei euch aus? Ich glaube, wir sind da eher so die Independent-Typen. Wir machen das, was uns Spaß macht. Ja, und also es kommen halt, wir haben festgestellt, so jetzt mit der Besetzung, die wir jetzt sind, jeder hat so eine leicht andere Ecke, andere Musikrichtung, aus der er kommt und bringt andere Einflüsse mit. Und aus denen komponieren wir quasi das, was uns gefällt. Und ja, wenn es den Leuten gefällt, dann ist es natürlich umso besser. Also wir freuen uns immer, wenn wir das irgendwie Leuten präsentieren können und wenn diese dann auch Spaß dran haben. Wer ist denn für die ganzen Netzwerkaktivitäten bei euch zuständig? Also wer postet, wir sind heute bei Newcomer auf der Seite oder wer, wie sagt man, informiert die Fans online? Gibt es da bei euch jemand, der das macht oder ist das eher so ein Stiefkind? Ich würde sagen, in der Regel zu 80% der Carsten. Und jetzt ist so ein bisschen in der Debatte, wie das weitergeht. Aber doch, 80% der Carsten hat so ein bisschen postet und halt jeder von uns irgendwo so ein bisschen. Natürlich, Instagram ist ja heute ganz weit oben und Facebook, das wird natürlich alle sagen, wir posten immer so ein bisschen, dass sie sagen können, hey, wir sind heute da und da, damit natürlich einfach mehr Leute kommen. Ob das funktioniert? Ich erwarte heute den Bus aus Rottgau, also mit 120 Leuten hier gleich vorfahren, singend und tanzend und schon ein wenig eingeheizt. Könntet ihr euch sowas vorstellen, für einen wichtigen Gig Fans sozusagen zwangs zu rekrutieren und hierher zu karren oder irgendwo hinzukarren? Klar, auf jeden Fall. Unser Album ist jetzt soweit schon mal aufgenommen. Jetzt muss er noch gemixt und gemastert werden und dann schauen wir mal, was das Ganze fertig ist. Und auf jeden Fall für den Release der Platte wollen wir gucken, dass halt so viele Leute wie möglich kommen. Also Release-Party im Maximal? Nee, ist zu klein. Ah, okay. Ja, dann die Batschkap.
Das ist ein bisschen zu groß. Also wir hatten eigentlich so das Open Stage, Open World, wie es jetzt heißt, angepeilt, aber haben auch schon mit dem Nachtleben geschrieben. Da müssen wir einfach mal gucken, weil der Nico kommt ja aus Darmstadt und der Bruno aus Wiesbaden. Dann haben wir gedacht, eigentlich ist Frankfurt so die Mitte, wo wir die Leute hinbringen können. Müssen wir halt mal schauen. Ich drücke euch da total die Daumen. Also ich habe auch das Gefühl, ihr seid da sehr entspannt, also irgendwie, und nehmt das, was ihr kriegen könnt, und wenn nicht, dann habt ihr halt Spaß im Proberaum zusammen oder ihr geht abends einen trinken oder was auch immer. Auf jeden Fall, ihr da draußen, schnallt euch an, weil jetzt kommt das wunderbare Konzert von Are We Used To It, und ich wünsche euch viel Spaß und euch danke, dass ihr hier für ein Gespräch auf diesem Sofa gesessen habt. Tschüss.